Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hermanns Eck. Wir müssen noch ein bisschen Gülle fahren, ne? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel Gülle fahren müssen wir noch. So, aber jetzt erstmal, dass wir überhaupt vorankommen, ne? Wir hatten in der letzten Folge unsere Flächen gedüngt und die eine Fläche gekalkt. Dass das schickifoni fertig ist. Jetzt fahren wir die beiden Flächen, müssen jetzt noch gegüllt werden, wo Klee hin soll. Dann haben wir das auch erledigt. Dann sind die auch schier und dann können wir Klee säen. Muss ja noch in diesem Ingentag gesät werden. Also von daher passt das alles. Das passt, ne? Wichtig ist jetzt, dass noch Gülle auf die Fläche kommt und dann haben wir erledigt. Dann wird es auch wieder ruhiger. Frühjahrsbestellung ist ja immer erst ein bisschen stressig. Bis du dann alles so erledigt hast, wie du es haben möchtest. Wegen Mais Plus und so. Dann brauchst du ja auch andere Futtermittel noch. Dann ist der Frühjahr halt ein bisschen stressiger, ne? Aber mich stört das gar nicht so. Ganz ehrlich. Er muss ein bisschen kämpfen, ne? Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber da wir den Ausbringermenge-Mod drin haben, ist das eigentlich ziemlich lax. Es ist hier auch tiefengelockert, ne? Es ist auch ein bisschen weich. Ich schalte es halt mal einen Gang runter und dann geht er da auf. Muss ja nicht immer alles perfekt sein. Ein bisschen entschleunigt. Wir sind hier auf Hermanns Eck. Da muss man auch mal ein bisschen chillig spielen, ne? So ist dieser Spielstand auch gedacht. So ein bisschen Chili Vanilli. Schickes Fass, ne? Also ganz ehrlich. Habe ich vom Flo mal gekriegt. Der hat mir da mal einen Link zugeschickt. Hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm. Aber ist echt ein schickes Fass mit Lenkachse, ne? Muss ja auch nicht, wenn man mit einer Achse fährt, dass man da sogar eine Lenkachse kriegt. Ist mir neu. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Bin ganz ehrlich. Ah, guck mal, wie wir hier abgüllen, ey. Perfekt, ey. Er löbt! Dann bin ich gut zufrieden. Wenn löbt, dann löbt. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren. Ja, die Ecke habe ich da nicht weggekriegt, ne? Ich bin da hinterher nochmal andersrum hingefahren. Keine Chance. Egal. Das war kacke. Nicht so schön, weil es braun und flauschig ist, ne? Wenn der da klemäß ist, ist da so ein Schwattgras drin, ne? Aber dann ist dem halt so. Shit da drauf. Ne? Kriegen wir auch so hin. Ja, ey, der Bomber, der nimmt aber auch die ganze Heckscheibe ein, ne? Guck mal, da vorne ist Sven. Hat immer Vorteile. Man hat immer Vorteile, wenn man ab und zu mal nach vorne guckt, ne? Das läuft aber. Wie geschnitten Brot. Schickifeini. So mag ich das. Muss jetzt nicht jeder Zentimeter abgebildet sein. Ich wollte auch nicht unbedingt da so viel durch die Gülle fahren, ne? Dann könnte es nämlich sein, dass er gar nicht mehr vorankommt. Und dann rutscht er nochmal richtig. Und das wollen wir ja nicht, ne?
Tja, dann ist als nächstes Grasmähen, Heu, ne? Ne, Roggen säen und danach ist, Klee säen. Und danach ist dann Heu machen, ne? Und Klee, Silage. Und dann gehen wir schon wieder auf die Ernte zu, ne? Boah, krass. Hier oben können wir mal eben durch die Hülle fahren. Ich hoffe, der packt da. Fühlt sich schon ein bisschen schwer beim Rumrödeln, ne? Mein Gott. Perfekt. Perfekt, würde ich mal sagen. Läuft. Ach ja, wo ist schon wieder 9 Uhr, ne? Nix ist fertig und schon 9 Uhr. Mann, da. Heute Morgen meinte mein Kater um 5:30 auf den Sonntagmorgen so, ich hab jetzt ausgeschlafen, dann renne ich mal ein bisschen singend durch die Bude, damit Härchen schön aufsteht, ne? Richtig tippitoppi, ey. Wenn du den nicht wirklich direkt abends sagst, so doof wie das klingt, wenn du ihm nicht sagst, wir können morgen ausschlafen, ne, oder länger schlafen, hast du keine Chance. Dann meint er wie in der Woche, oh, Härchen, du hast verschlafen oder so, weißt du? Steh mal jetzt auf. Kannst mir ein Leckerli geben, ne, und mal Katzenklo sauber machen. Und dann, wenn du dann fertig bist und ich dich genug genervt habe, dann gehe ich erstmal auf mein Kissen und schlafe erstmal bis heute Abend, weißt du, so nach dem Motto. Hammer, ey. Schon krass, ne? Das ist schon Krassometer 5000. Ich glaube, wir können zumachen, ne? Reicht gerade so für die Ecke, ne? Müssen wir gleich eben den Bomber wieder voll marken. Und dann auf die nächste Ecke eben noch drauf vorne. Ah, das kriegen wir aber jetzt locker flockig hier hin, ne? Nochmal an. Raus mit der Kacke. Darf man das sagen? Ja, ne? Ist ja Kacke. Dann machen wir eben voll, dann fahren wir auf die andere Ecke. Herrlich hier, ne? Ich bereue das Coin-Tag, dass ich hier hingegangen bin, ne? Wieder auf Hermanns Eck mit Seasons. Das Einzige, was ich immer bereue, wenn ich 19er spiele und dann in 22er gehe, dann kriege ich immer noch einen Föhn. Bin ich ja ganz ehrlich. Dann kriege ich noch einen Föhn, aber sonst... Herrlich hier. Guck mal, Worgel geht er auch. Läuft. So, vor dumm und drinne. Guck, wie das Ding eben voll. Ey, der Gang ist draußen. Willst du mich veräppeln? So, machen wir Stadt Helinski. Den Gülle-Schacht hat der Sven mir fertig gemacht, ne? Der lädt jetzt eine ganze Ecke schneller über. Ist ein Gülle-Kauf. Finde ich cool. Kannst gut mitarbeiten, ne? Das läuft schon, der Lachs. Da läuft schon, der Lachs. So, Abfahrt zur anderen Ecke. Kriegen wir das auch noch fertig, ne?
könnten eigentlich nur hinten in der Stallwiese auch noch Bille fahren, ne? Ja, da müssen wir gucken, wenn der Roggen dann im Bogen ist, ob wir da noch ein paar Fassgülle hinfahren. Wäre eine Überlegung wert. Kriegen wir noch eine Düngestufe drauf, ne? Aber weiß ja auch nicht, ob das siehst, ne? Das ist ja die zweite Sache immer. Und mit GPS. Da bin ich nicht immer so ein Freund von. Bin ich auch ganz ehrlich. Dann hast du hinter dir mehr Spitzen zu drehen und mehr zu verpulvern, als wenn du normal fährst, ne? Na, der muss sich aber auch ein bisschen quälen hier, ne? Mach er nicht so gerne. Mach er nicht so gerne. Fass es voll. Schick hier, ne? Danke, Yogi. Und danke, Metal Gear. Danke. Immer wieder herrlich hier. Komm, wir schalten direkt runter. Kommen wir da rum? Oh, ist ja wie vor uns gemacht, ne? Komm, wir fahren hier lang. Ich glaube, hier ist nachher nicht so steil hoch. Kriegen die nochmal Lässe hier. Ich mach an, damit die Bieke noch ein bisschen wächst. Das wäre nämlich schön. Guck mal, guck mal, guck mal, läuft. Mein Schlepper wird dreckig. Selbst mein Monitor ist voll Kalk. Kann datten. So ehrlich, ne? Radio off, ja, habe ich ja auch ausgemacht wegen GEMA, ne? Guck mal, läuft. So uncool, ne? Wir fahren halt Gülle. Kannst du auch nicht so viel bei erzählen, ne? Kacke sprudelt hinten raus, ne? Das ist der Abfall, der hinten bei den Kühen rauskommt, ne? Schätze ich mal. Ich weiß das nicht so genau. Könnte auch bei den Schnitzelsteckdosen hinten rausgekommen sein, ne? I don't know. Ich weiß es nicht. Wo die BGA das so herholt, ne? Oder wer das da hinbringt. Ich fordere ja nur hin, um das da abzuholen, ne? Haben die gesagt, Svenny, wenn du mal was brauchst, komm vorbei, wie het wat. So ist das, liebe Leute. Attacke mit Kacke, ne? Direkt runterschalten, ne? Ey, wird sich jetzt hier gleich hochquälen. Aber dann muss er durch, er hätte kein Komik werden dürfen, ne? Oh, der muss hier richtig kämpfen wieder. Gut, dass wir den Ausbringermenge-Mod drin haben, ne? Sonst hättest du echt fast direkt leer. Brauchst du gar nicht fahren. So geht er. Liptor. Klar könnte ich jetzt das Fass ausmachen, hochfahren und dann die anderen bauen. Nee, der Mock wie nee. Die fährt so. Geht halt durch den Ausbringer, mein Gemod, ne? Der passt sich der Geschwindigkeit an, die Durchflussmenge. Wir fahren 15 Kubik. Ich finde, das reicht. Dann ist das in Ordnung, ne? Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich.
Und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.